Ob Fische denken können? Wir Menschen können es, tun es aber immer weniger. Warum soll man sich überhaupt noch die Mühe machen? Vielleicht um dem Tod zu entkommen. Oder andersrum, um dem Leben zu dienen. Byung-Chul Han stellt hohe Ansprüche an sich und sein Denken. Das macht ihn zu einem der spannendsten Philosophen Deutschlands, wohin er vor 30 Jahren kam. Seine Bücher werden mittlerweile aus dem Deutschen ins Koreanische übersetzt und treffen einen Nerv. Er hat den unzeitgemäßen Mut zum Pathos und zur klaren Haltung. Die artikuliert er auch gegenüber seinen Studenten an der Berliner Universität der Künste. Wir sind zu lebendig, um zu sterben, und zu tot, um zu leben. Ja. Er sieht unsere Gesellschaft in einem Erschöpfungszustand, verursacht durch den Neoliberalismus, das kapitalistische Wirtschaftssystem, das eigentlich mehr Freiheit verspricht. Dieser Zusammenfall von Ausbeutung und Freiheit erzeugt eine ungeheure Effizienz. Also man wähnt sich in Freiheit. Im Grunde beutet man sie freiwillig und leidenschaftlich aus. Und man geht daran zugrunde. Früher waren die Verhältnisse klarer, als strikt zwischen Arbeit und Nichtarbeit getrennt wurde. Als die Ausbeutung brutal, aber sichtbar war. So Han. Bei der Fremdausbeutung habe ich das Gefühl der Freiheit nicht. Dafür musste ich mich nicht selbst ausbeuten. Ich musste eine Menge Arbeit liefern, dann habe ich meine verdiente Pause. Heute haben wir keine Pause, weil wir 24 Stunden nonstop uns optimieren müssen. Doch das Selbstoptimieren erschöpft und macht unendlich müde. Außerdem verlieren wir die Beziehung zu den physischen Dingen, so wie in Korea, wo man am U-Bahnhof mit Smartphone einkauft. Man hat die Bahnsteige vergleist, damit die Leute sich nicht vor den Zug werfen. Das heißt, die Botschaft ist nicht runterspringen vor den Zug, sondern konsumieren. Konsum und Selbstverliebtheit führen weg vom anderen, dem wir uns immer weniger zuwenden können. Und die digitalen Medien verstärken diesen Narzissmus, der in die Depression führt. Wir berühren nur noch Touchscreen. Ne? Und dadurch denke ich möglicherweise, verlernen wir es möglicherweise, den anderen zu streicheln. Ich denke, dass wir uns zu sehr heute in uns hineinfressen. Ne? Und dass wir nicht auf den anderen hingerichtet sind. Und also die Depression ist, kommt daher, dass wir uns in uns hinein fressen. Und der Eros ist eine Erfahrung, dass ich aus mir herausgerissen werde durch den anderen. Han ist davon überzeugt, dass der Eros, dass die Liebe die Depression besiegt. Was heißt das in Zeiten radikaler Pornografisierung? Pornografie ist etwas ganz anderes als Erotik. Und Sexualität ist etwas ganz anderes als Erotik. Erotik hat mit der Verausgabung zu tun, mit dem Wahnsinn, mit der Selbstüberschreitung. Ja? Und das ist Erotik. Ja? Und die Sexualität nicht. Das Sexualität ist etwas sehr, sehr Egoistisches, also sehr ich-bezogen, Erotik nicht. Ja. Die Stärke von Hans Gedanken ist, dass sie auf die Probleme unserer Zeit aus einer ungewohnten Perspektive blicken, auch wenn es wehtut. Wenn Sie mich fragen würden, was für eine Lösung hätten Sie? Ach, ich habe keine Lösung. Also eine Lösung würde immer ein weiteres Problem mit sich bringen.
Darin unterscheidet sich die Lösung von der Erlösung.